Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Man weiß nicht genau, wann er geboren ist, aber man weiß, dass sich sein Tod in diesem Jahr zum 500. Mal jährt. Die Rede ist von Hieronymus Bosch, dem Renaissance-Künstler. Und ihm ist in der Alten Münze eine Ausstellung gewidmet, Hieronymus Bosch Visions Alive. Oleg Marinin ist der Veranstalter. Herr Marinin, es ist ja keine normale Ausstellung, wo jetzt einfach mal so Bilder an der Wand hängen. Was ist es genau? Ja, das nennt sich eine multimediale Ausstellung und zum größten Teil besteht sie aus den Projektionen von Boschs Bildern, an denen aber die Kreatoren sehr, sehr viel gearbeitet haben. Das heißt, im Endeffekt ist es eine Show begleitet mit einer sehr schönen und passenden Musik. Eine Show, die so circa 30 Minuten im Kreislauf läuft. Wie viele Bilder von Bosch gibt es denn überhaupt noch? So genau kann man das leider nicht sagen. Circa 20, wobei die Kunsthistoriker nicht so genau wissen, ob das wirklich alle Bilder von Bosch kommen oder aus seinem Atelier oder sogar nachgemacht wurden zu seiner Zeit. Haben Sie jetzt von diesen 20, die es so gibt, nochmal extra welche ausgewählt oder sind alle 20 auch mit in der Ausstellung vertreten? Sind alle vertreten und wie ich schon gesagt habe, im Vergleich zu zum Beispiel Van Gogh Alive, diese Ausstellung haben wir letztes Jahr hier in der Alten Münze gezeigt, hat man an diesen Bildern viel mehr gearbeitet. Also zum Beispiel Animationen sind viel, viel umfangreicher und also optisch gesehen ist diese Ausstellung schon ganz anders natürlich. Warum das? Also warum hat man dieses Jahr da noch mehr Bewegung reingesteckt, sage ich mal? Ja, hängt natürlich auch mit der Anzahl der Bilder zusammen, aber nicht nur. Man hat einfach, ich würde sagen, Mut genommen, die Bilder ein bisschen zu interpretieren, sagen wir so. Ja? Van Goghs Bilder sind ja viel verständlicher, würde ich sagen. Und Bosch ist ja so ein Vorläufer für Surrealismus. Deswegen hat man versucht, die Bilder zu beleben und zu interpretieren auf diesem Weg. Fast so wie so ein Albtraum, diese Wesen, die man da in den Gemälden sieht. Hat das was mit der Zeit zu tun? Also was sind die Themen und warum wählt sich Bosch diese Themen? Ja, ich nehme an, natürlich hat das mit dem Zeitalter zu tun, wobei Bosch natürlich ziemlich untypisch auch, also beides für seine Zeit und für unsere Zeit auch ist. Also das ist schon so ein Künstler, der ein bisschen irgendwie beiseite steht. Also Sündenfall, Ablasshandel, Fegefeuer, die Angst, die Ängste der Menschen. Mhm. Was passiert mit ihnen, wenn sie sterben und was danach? Ja, die Themen sind ziemlich für seine Zeit natürlich ziemlich traditionell, aber die Ausführung ist sehr, sehr anders als bei den Künstlern, die auch zu seiner Zeit geschaffen haben.
die ganze Bilderreihe sieht ziemlich mittelalterlich aus. Also ich meine, das ist vor allem in dunklen Farben gehalten alles. Deswegen ist auch die Farbe der Ausstellung eigentlich schwarz. Ja? Andererseits ist es ziemlich faszinierend. Also wenn eine andere Farbe ins Spiel kommt, dann ist es wirklich eine Faszination. Und natürlich die Kreaturen selbst, also die Figuren und so weiter. Da kann man sich nur wundern, was für eine Fantasie der Mann hatte. Kann man die Symbole irgendwie deuten? Weiß man, was das bedeutet, wenn da eine Kröte im Bild ist oder Erdbeeren, Weintrauben? Also ich würde das natürlich nicht machen. Ich bin kein Kunsthistoriker und kein Kunstkritiker, aber sicherlich gibt es zahlreiche Interpretationen, wobei das kann man nur interpretieren. Ja? Also man weiß natürlich nicht genau, also es sind ja keine Schriftwerke von Bosch übrig geblieben. Deswegen, man weiß genau nicht, was dahinter steckt eigentlich. Aber Sie haben auch so ein bisschen den Ansatz bzw. den Versuch gewagt vorne im ersten Raum. Da gibt es so eine Station, wo man sich so die Interpretation zu einzelnen Elementen aus diesen Wimmelbildern, würde ich jetzt fast mal sagen, so rausziehen kann. Klar, um überhaupt den Besuchern Informationen über diese Zeit, über Bosch selbst zu geben und die Interpretationen, die, sagen wir, von den meisten Kunsthistorikern akzeptiert werden, auch den Besuchern zugänglich zu machen. Aber das sind nicht unsere Interpretationen natürlich. Da haben Sie sich von Experten leiten lassen. Sicherlich, ja, natürlich. Bosch hat ja sehr, sehr viel im Auftrag gearbeitet. Er war im Gegensatz zu Van Gogh anerkannt und sehr wohlhabend. Also deswegen eine ganze Reihe von Bildern wurden im Auftrag vielleicht auch von der Kirche gemacht. Ja.